Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir geben heute der Farbenschock Top Trainer Box als auch der Weg des Champs Top Trainer Box eine zweite Chance. Denn um ehrlich zu sein, haben beide Top Trainer Boxen nicht gegönnt, als ich sie zum ersten Mal auf meinem Kanal geöffnet habe. Und ja, deswegen schauen wir uns heute mal an, ob diese beiden Top Trainer Boxen ein bisschen mehr Packluck mit sich tragen. Und ich würde sagen, das ist doch auch mal ein geiles Opening und ihr könnt gerne dafür auch gleich mal ein Abo und ein Like da lassen. Denn wir öffnen heute 8 Booster von Farbenschock und wir werden auch 10 Booster von Weg des Champs öffnen. Ich gebe euch einmal den Farbenschock Top Trainer Box Code und dann würde ich sagen, öffnen wir auch gleich noch die ETB von Weg des Champs. Schauen uns dann auch mal die Glurak Promokarte an, die wir da drin haben. Und wenn ich dann sozusagen alle Booster hingelegt habe, dann werden wir die öffnen und eventuell ziehen wir heute auch eins der heiß begehrten Glurak Karten. Wir öffnen einmal hier die Box und haben hier die Promokarte, die, wie ich finde, auch ein sehr, sehr gutes Centering abbekommen hat. Na, oben vielleicht ein bisschen mehr als unten, aber an sich immer noch eine sehr, sehr schöne Promokarte. Und dann haben wir hier auch natürlich die 10 Booster. Und dann werde ich mal kurz aufräumen und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, auf geht's in die Booster. Ich bin sehr gespannt, was wir aus der Top Trainer Box von Weg des Champs ziehen werden. Mir fehlen ja nur noch 7 Karten, wie ihr wisst. Und darunter natürlich auch die beiden Glurak-Karten. Ness in der Trainer Rainbow Rare. Und auch noch ein, zwei andere Karten, wie die goldene Dose. Und wir haben ein Galar Barrikadax als Holo. Auf jeden Fall, Leute, bin ich euch unglaublich dankbar für den Support in der letzten Zeit. Der Kanal wächst richtig gut. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es natürlich so weitergeht. Deswegen, falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann macht das jetzt gleich gerne. Aktiviert die Glocke, denn in jedem meiner Videos könnt ihr die TCGO-Codes abgreifen. Und wir haben eine Unlicht-Holo-Energie und dahinter ein Altaria. Ich glaube, die Unlicht-Holo-Energie, die hat mir als letzte Energiekarte noch gefehlt in meiner Sammlung. Und wie gesagt, ihr könnt hier immer einen Code abgreifen, deswegen gerne die Glocke aktivieren und dann seid schnell, wenn die Videos jeden Dienstag, Freitag und Sonntag um 14.15 Uhr rauskommen. Wir haben Cleopatra, Unratytox, Clonkat, Galar Zigzags, Hornliu, Feliu, Clonkat und Kamaim V. Mega nice. Den habe ich ja im letzten Video auch gezogen. Und also im letzten Video zu Weg des Champs. Und die Karte hatte mir definitiv längere Zeit gefehlt. Von Kamaim fehlt mir immer noch die Full Art. Nee, nicht die Full Art. Die V-Max. Und würde mich freuen, wenn wir die heute auch mitnehmen. Falls ihr die Codes einlöst, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Ob ihr das Glück hattet, dort einen Glurak zu ziehen. Wir haben Pokéball, Hornliu, Kokuna, Hopp und Altaria. Ansonsten, falls ihr mein Video zu der Farbenschock ETB noch nicht gesehen habt, dann werde ich es euch mal oben in der Infocard und auch in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr sehen, was ich damit meine, dass wir kein Glück mit dieser ETB am Anfang hatten. Wir haben Turfield Stadion, Kleptifox, Rettern, Kanivana, Vaplu, Vulpix, die Pokémon Center Dame und Kamaim V in der Full Art. Ja, mega nice. Wie gesagt, die Karte habe ich schon, aber auf jeden Fall kann sich diese ETB bisher sehen lassen.
definitiv schon mal besser als die erste, die ich damals geöffnet habe. Und ich hoffe mal, das geht so weiter. Auf jeden Fall wieder einmal den Code für euch. Und dann sage ich, wir starten mit einer Feuerenergie. Dann mal schauen, ob das ein Zeichen ist. Wir haben Bettes, Wuffels, Vulpix, Trank, Hyperheiler, Klonkett, die Kampfenergie als Reverse und Duraludon. Also wieder zwei Hits aus einem Pack. Denn die Holo-Reverse-Energien, die gehen ja auch gut für 2 Euro weg. Und dahinter auch noch ein Duraludon, welches ich auch lange gesucht habe und letztens dann doch mehrfach gezogen habe. Aber definitiv eine ETB, über die man sich nicht beschweren kann. Auch wenn ich wahrscheinlich natürlich den Preis der ETB nicht hier rausbekommen werde, wenn jetzt nicht noch ein Klura kommt. Aber das ist mir egal, denn ich öffne die Sachen gerne, bevor ich mich hinterher frage, ob in der ETB dann ein Glurak drin gewesen ist oder eine andere Karte, die ich gesucht habe. Und Irokex, aber wieder eine Reverse Holo Energie. So, ich glaube 3 Booster haben wir noch von Victor Champs. Und dann schauen wir mal, ob wir noch einen Hit mitnehmen können. Hier einmal den Code. Und ich sage diesmal Wasserenergie. Nein, Psychoenergie. Wir haben Kabu, Absol, Kanivana, Rattan, Hornliu, Galageradax, Zurukex, Arbok und wieder ein Irokex. So, vorletzte Booster von Victor Champs. Lasst jetzt gerne schon mal ein Like da. Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Ich finde, es sind 2 sehr, sehr coole ETBs. Und ja, so ein Opening sieht man auch, glaube ich, sehr gerne. Wir haben Absol, Superball, Kokuna, Klonkett, Onratytox, Trank, Galageradax, Smartrotom und eine Mary. Ja, mal schauen, ob wir noch ein Last Pack Magic haben für die Victor Champs ETB. Noch einmal den Code. Und dann sage ich zum Abschluss für die ETB eine Donnerenergie. Nein, Pflanze. Wir haben Calamanero, Rüffel von Team Yell, Galazigzax, Zurukex, Wuffels, Vulpix, Galageradax, Hyperheiler und ein Wolverock als Holo. Dann machen wir weiter mit Farbenschock. Und eine meiner Karten, die ich definitiv gerne aus Farbenschock hätte, ist ja die Delayen Trainerkarte in der Full Art Variante. Genauso wie die Pokémon Center Dame in der Full Art. Für mich 2 wunderschöne Full Art Karten und wie ihr wisst, bin ich ja begeisterter Sammler von Trainer Full Art Karten. Und wir haben einen Pokusan. Ansonsten hätte ich natürlich auch gerne Pikachu Full Art und Pikachu in der Rainbow Rare. Aber ich weiß nicht, ob ihr mal die Statistik gesehen habt. Die sind ja sehr, sehr schwer zu ziehen. Wir haben Yanma, Funpi, Pipi, Fritzelblitz, Samurzel, Metank und Ampharos in der Full Art. Ja, mega geil. Auch eine wunderschöne Karte. Und definitiv ein sehr, sehr geiler Hit. Und auch jetzt schon besser als die erste ETB, die ich geöffnet habe. Also Ampharos in der Full Art kann sich definitiv sehen lassen. Geht ein bisschen schwer in die Sleeve. Aber mega. So kann es doch weitergehen. Und Leute, falls ihr schon Farbenschock geöffnet habt, dann schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie weit ihr mit dem Masterset seid, ob ihr ein Masterset sammelt oder ansonsten, welche Karte ihr definitiv noch gerne ziehen würdet. Wir haben Kloptopus, Zapladin, Onratytox, Flomel, Flomel als Reverse und Durengard V. Mega! Die Karte habe ich auch noch nicht.
Und darüber freue ich mich sehr. Da sind wir jetzt schon sozusagen bei dem zweiten Hit aus dieser ETB. Und machen direkt mal weiter. Denn so kann es weitergehen. Wieder einmal den Code. Falls ihr dort Chunky Choo zieht, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Wir haben Liga-Angestellte, Schwalboss, Voltula, Riolu, Kamehaps, Pepek, Dedenne, Pelino. Oh nice! Celebi als Amazing Rare. Mega! Und dahinter noch ein Elektroball als Solo. Aber die Amazing Rare habe ich auch noch nicht und das ist ja eine der Fan-Favorites. Also Wahnsinn! Ich finde es auch richtig gut gemacht mit den Farbklecksen hier. Die Amazing Rares sehen einfach wirklich richtig gut aus. Also da hat sich die Pokémon Company echt selbst übertroffen mit der Idee. Direkt mal in die Sleeve. Und somit meine zweite Amazing Rare aus dem Set. Geil. Und mal schauen, ob wir noch eine ziehen. Die erste Amazing Rare, die hatte ich ja aus einem Build and Battle Kit. Also schaut euch auch gerne das Video an, das werde ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Wir haben Clutexo, Liga-Angestellte, Schwalboss, Pelino, Janma, Schwalbini, Wuffles, Voltoball, Fritzigel als Reverse und ein Ninjask als Non-Holo Rare. So, drei Booster noch. Mal schauen, ob wir noch einen Hit mitnehmen werden. Und ich muss gestehen, ich glaube, ich habe mich ein bisschen gespoilert. Wir haben hier einen Hit. Wir haben die Pflanzenenergie, die Liga-Angestellte, Makago, Fletiamo, Kloptopus, Plaudergei, Owei, Zapfadin, Weimer, Metang als Reverse und Sarude wie in der Full Art. Hammergeil! Ich freue mich richtig, dass wir die Full Arts ganz am Anfang jetzt so sammeln. Denn die sind ja teilweise sehr, sehr schlecht aus einem Display zu ziehen. Also mega. Meine vierte Full Art, die ich aus diesem Set schon habe. Und definitiv auch eine der schönsten Full Arts. Hammergeil. Also diese ETB, die gönnt wirklich. Und ich hoffe, das hat noch nicht aufgehört. Und einen Hit nehmen wir noch mit. Wir haben diesmal eine Wasserenergie. Nein, Unlicht. Wir haben Metang, Nio, Pelino, Janma, Schwalbini, Wuffles, Voltoball, Fritzigel als Reverse und Nio als Rainbow Rare. Hammergeil! Leute, was sagt ihr zu diesem Opening? Also, wir nehmen richtig mega geile Hits mit. Und Nio als Trainer Rainbow Rare. Hammer! Damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet, aber ich muss zugeben, die Karte finde ich mega geil. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Sammler von Trainer Full Arts und dementsprechend liebe ich auch die Rainbow Rare Trainer Karten. Und hammergeiler Hit. Mal schauen, ob wir noch ein Last Pack Magic haben. Wir haben diesmal die Wasserenergie, Muruda, Potrot, Schichtenergie, Galar Mauzi, Rokomil, Zapladin, Pipi, Tanzer, Baumball als Reverse und ein Jan Mega als Non-Holo Rare. Leute, aus dem heutigen Opening nehmen wir die Glurak Promokarte mit. Dann haben wir eine Reverse Holo Unlichtenergie, die Kampfenergie, Pflanzenenergie, ein Duraludon V, Kamallen V. Kamallen wie in der Full Art, Durengard wie, Celebi als Amazing Rare, immer noch wunderschön, Sarude wie in der Full Art, Ampharos wie und Nio als Trainer Rainbow Rare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen, ciao, ciao.